Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Heute mit einer weiteren Folge aus dem Leben von Martin Luther und dem Leben der anderen Reformatoren. Zeitgeschichte, die uns hilft zu verstehen, wie die Reformation vorangeschritten ist. Und auch heute wollen wir in dieser neuen Folge mit einem Gebet starten, wozu ich Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich zu einlade. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Tag und die Gelegenheit, aus der Geschichte zu lernen. Bitte schenk du uns Weisheit und Unterscheidungsvermögen. Gib, dass wir Wahrheit erkennen und vor allem dein Handeln mit Menschen in der Geschichte. Und dass wir daran erkennen, wie du uns Schritt für Schritt auch führen möchtest zu einer Reformation in unserem Leben. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Teil 11, 1506, neue Wege. Das Jahr 1506 stand ganz im Zeichen des Probejahrs von Martin Luther im Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt, wo er ja 1505 hingegangen war. Er hatte gegen Ende des Jahres dort das Noviziat begonnen. Eine einjährige Zeit, genau genommen ein Jahr und ein Monat, in denen er sich bewähren sollte, in denen er noch nicht gebunden war und in denen er das klösterliche Leben kennenlernen sollte. Dort in Erfurt im Kloster war jetzt sein Lebensmittelpunkt und er verschwendete keinen Gedanken mehr daran, dieses Kloster jemals zu verlassen. Wie schon in der letzten Folge angedeutet, bestand die große erste wichtige Aufgabe der Novizen darin, sich gründlich mit der Bibel zu beschäftigen. Für Luther war das nicht einfach nur eine fromme Übung, sondern vielleicht die Freude überhaupt. Er hatte solch einen Gefallen an diesem unglaublich interessanten Buch, dass er sich, wo immer er nur konnte, hineinvertiefte und sehr bald eine sehr gründliche und außergewöhnliche Bibelkenntnis sich erwarb. Seine Erfahrung wird gut beschrieben mit den Worten des Psalmisten: Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Martin Luther, der junge Magister, der jetzt Mönch werden wollte, hatte ein tiefes Verlangen, ein Lechzen nach der Bibel, nach dem Wort Gottes. Aber als Novize saß man nicht nur da und las die Bibel. Man musste eingeführt werden in die Regeln des klösterlichen Lebens. Und dazu gab es einen Novizenmeister, der einem all das beibringen sollte. Im Fall von Martin Luther war das ein alter Mönch, den er selbst als einen sehr freundlichen, einen guten Christ bezeichnet hat. Der alte Mönch Johann Greffenstein. Und der nahm Luther sozusagen im übertragenen Sinne an die Hand und führte ihn jetzt in die Regeln ein, in die Pflichten und Rechte des Mönchseins. Vor allem war es wichtig, in diesem Jahr zunächst einmal zu lernen, wie man ohne Eigentum lebt. Das Keuschheitsgebot musste richtig verstanden und eingeprägt werden. Und dann musste man vor allem lernen, wie man richtig betet. Mit Unterscheidung, so nannte man das. Also nicht einfach nur wahllos, sondern vor allem besonders demütig. Es war auch notwendig, in diesem Jahr die Ordensregel gründlich zu studieren. Die sogenannte Augustinusregel lag schon zu der Zeit in mehreren Fassungen vor, die Luther alle gekannt hat. Außerdem musste er auch die Konstitutionen des Ordens, also die einzelnen Bestimmungen über den Ablauf verschiedener formaler Dinge im Orden, lesen und studieren. Er hat das offensichtlich recht gründlich getan und auch später hat er immer wieder mal aus der Regel des Augustinus, die ja die Grundlage der Augustiner-Eremiten war, zitiert. Er hat wohl auch dazu einen Kommentar gelesen. Es war ja nicht unüblich, so wichtige Dinge wie kirchenväterliche Dokumente dann weiter zu kommentieren im Mittelalter.
Und der Kommentar von Hugo von St. Victor aus dem 12. Jahrhundert, den hat Luther auch gelesen und sich daran hineinvertieft in das Wesen des Mönchstums, so wie Augustinus es sich vorgestellt hatte. Es gab noch eine ganze Reihe mehr zu lernen. Zum Beispiel, wie der Gottesdienst genau ablief im Kloster, wie man zu singen hatte. Dann gab es eine ganze Reihe von Zeichen zu lernen, denn oftmals gab es festgelegte Schweigezeiten, in denen man nicht reden durfte und trotzdem musste man vielleicht kommunizieren. So musste man diese Handzeichen lernen. Man musste lernen, wie man sich verbeugt, wie man Kniebeugen macht, wie man sich niederwirft und vor allem, wann man das tut und an welcher Stelle, an welchem Ort. Man musste lernen, wie man mit den einzelnen anderen Mönchen umgeht. Man sollte Dankbarkeit zeigen, wenn man Gaben bekam. Außerdem musste das regelmäßige, schweigende, das stille Gebet eingeübt werden. Sogar die Gesichtszüge sollte ein guter Mönch selbst beherrschen. Sorgfältiger Umgang mit Gegenständen wurde vermittelt. Außerdem durfte es natürlich keinen Streit unter den Mönchen geben und man war den anderen Vorgesetzten, insbesondere dem Prior, dem Vorsteher des Klosters, zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Unnötige Diskussionen über Regeln und Konstitutionen waren natürlich total verboten. Die jungen Novizen sollten in der Regel auch keinen Kontakt zu Gästen im Kloster haben. Und so war das Leben äußerst reglementiert und sehr genau auf bestimmte heilige, fromme Pflichten abgestellt. So durfte man zum Beispiel nur im Sitzen trinken. Wer trank, musste beide Hände am Becher haben. Man durfte natürlich nicht über andere urteilen. Böses musste immer als Gutes noch gedeutet werden. Vor allem war es wichtig, beim Gehen immer nach unten auf den Boden zu blicken. Lästern war verboten, aber genauso war es auch untersagt, andere in ihr Angesicht zu loben. Unrecht musste erduldet werden. Um Briefe und Geschenke zu erhalten oder zu verschicken, brauchte man eine besondere Erlaubnis. Man durfte sich auch nicht seiner Verwandtschaft oder seines Reichtums rühmen. Eine ganze Reihe, ein ganzer Katalog an verschiedenen Vorschriften und Regeln, die der junge Novize Martin Luther kennenlernen musste und in die Praxis umsetzen lernen musste. Greffenstein war, wie gesagt, ein guter Christ, jemand, der es mit dem jungen Martin gut meinte und der ihm viele nützliche Tipps gab. Zum Beispiel riet er ihm, nur wenig mit Frauen zu reden. Das würde helfen in der Frage der Keuschheit und wenn es notwendig sei, dann nur ganz kurz. Interessanterweise sagte er sogar einmal, als die Rede auf Jan Hus kam, jenen vor 91 Jahren verbrannten Märtyrer, der als Ketzer auf dem Konstanzer Konzil verbrannt worden war, dass seiner Meinung nach, so sagte Greffenstein, Hus ohne Beweis der Schuld verbrannt worden sei, unüberwunden, dass man ihm nichts hätte wirklich nachweisen können. Und das war natürlich eine erstaunliche Aussage angesichts der Tatsache, dass die Hussiten in Böhmen ja nach wie vor als die Pest der Christenheit galten, als die Abtrünnigen, von denen man sich klar distanzierte. Und das war sicherlich ein interessanter erster kleiner Same, der so auch im Denken von Martin Luther sehr viel später erst aufgegangen ist. Außerdem hat Greffenstein ihm beigebracht, dass trotz aller Regeln, trotz aller Beichtbücher, es manche Fälle in der Beichte gibt, die man mit dem menschlichen Verstand nicht ganz lösen kann und wo man einfach auf die Gnade Gottes hoffen müsse. Apropos Beichten. Schon als Novize, als Lehrling, hat Luther eine äußerst extreme Auffassung vom Beichten an den Tag gelegt. Er wollte, wie wir schon in anderen Folgen gesehen haben, absolut auf der richtigen Seite sein, auf keinen Fall irgendwie zu nachlässig sein und so beichtete er exzessiv. So sehr, dass der gute Greffenstein ihm schon strafend das untersagen wollte.
Hier deutete sich bereits die innere Krise an, die dann noch sich verstärken würde. Was geschah sonst in diesem Jahre 1506? Schon am Anfang hörte Johann von Staupitz, der Leiter der reformierten Augustiner-Eremiten in Sachsen, dass der Papst tatsächlich die Bestätigung gegeben habe, dass die Privilegien, die die reformierten Augustiner-Eremiten in Norditalien in der Lombardei hatten, jetzt auch den sächsischen observanten Augustinern zur Verfügung gestellt werden sollten. Aber der Ordensgeneral der Augustiner-Eremiten ist darüber nicht erfreut. Er befürchtet, dass dadurch die reformierten Augustiner sich noch mehr von den normalen Augustinern abspalten werden. Und der von Staupitz entsandte Besler, der Prior aus München, der diese Sache in Rom verhandelt hatte und dort dieses päpstliche Privileg bekommen hatte, dieser Besler wird de facto in Rom festgesetzt. Und damit ist die Sache der observanten Augustiner-Eremiten wieder etwas unklar gewesen. Ebenfalls im Januar, am 14. Januar, um genau zu sein, entdeckte man quasi zufällig bei Aufräumarbeiten auf einem Grundstück in Rom eine der berühmtesten Plastiken, eine der berühmtesten Skulpturen der Antike, die berühmte Laokoon-Gruppe, die später zu einem Musterbeispiel der klassischen Bildhauerkunst geworden ist. Papst Julius II., der, wie gesagt, an anderer Stelle schon sich sehr auch für die militärische Stärke des Kirchenstaates interessierte, hatte sich überlegt, dass er eigentlich eine gute Leibwache gebrauchen könnte. Und er hatte sich gefragt, welche Nation vielleicht die besten Leibwächter stellen könnte. Und wie wir schon in anderen Folgen gesehen haben, gab es eine Gegend in Europa, die besonders mutige und besonders erfahrene Krieger und Soldaten, gerne auch andere Nationen zur bereitstellte als Söldner. Und das waren die Schweizer Eidgenossen. Und so entschloss sich Papst Julius II., solche Schweizer Soldaten zu seiner persönlichen Leibwache zu machen. Er hatte bereits 1505 bei einer Tagsatzung der Eidgenossenschaft, wo die verschiedenen Städte der Eidgenossen zusammenkamen, nachfragen lassen. Man hatte dort dem Ganzen positiv beschieden. Und so kamen am 22. Januar die ersten Schweizer Söldner in Rom an, die jetzt sich in den Dienst des Papstes stellten. Sie wurden von Papst Julius II. Gesegnet und begannen damit die lange und bekannte Tradition der Schweizer Garde, die bis heute noch anhält. Das Geld für diese begehrten Söldner kam interessanterweise aus deutschen Landen, und zwar von der Familie Fugger, Jakob und Ulrich Fugger, die aufstrebenden, höchst einflussreichen Bankiers aus Augsburg, stellten die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung. Ebenfalls Anfang des Jahres 1506 erwarb auch Ulrich Zwingli in Basel endlich seinen Magister in den freien Künsten. Damit hatte er dieses Studium der Philosophie und der allgemeinen Wissenschaften abgeschlossen und er widmete sich jetzt dem zweiten großen Studiengang, den er angestrebt hatte, nämlich der Theologie. Und damit begann er jetzt in Basel weiter zu studieren. Am 15. März 1506 gab Papst Julius II. Die Genehmigung für eine ganz neue Universität. Nördlich von Sachsen sollte kurz nach der Neueröffnung der Wittenberger Universität noch eine neue Universität eröffnet werden. Die Mark Brandenburg wollte für ihre Gegend eine eigene Ausbildungsstätte haben. In Frankfurt an der Oder sollte diese neue Universität entstehen und Papst Julius gab dafür seine Genehmigung.
Hier haben wir ein Bild von Frankfurt an der Oder aus jener Zeit. Zwei Tage später, am 16. und 17. März, kam es zu einer größeren Seeschlacht vor Indien. Die Fürsten von Calicut, die Einheimischen, versuchten sich zur Wehr zu setzen gegen die Portugiesen, die seit einigen Jahren dort ihre Macht ausweiteten. Doch die Portugiesen siegten und konnten damit schlussendlich ihre Macht in Westindien festigen. Noch einmal Papst Julius II. Am 24. März gab er eine Bulle heraus, in der er nun feststellte, dass die sächsischen reformierten Augustiner-Eremiten sich doch nicht an die norditalienischen reformierten Augustiner-Eremiten anschließen dürften, weil das eine Verletzung von Statuten und Konstitutionen darstellen würde und dass sie weiterhin sich dem allgemeinen Ordensgeneral unterstellen müssen. Und das bewirkte natürlich jetzt eine enorme Unsicherheit unter den sächsisch reformierten Augustiner-Eremiten, zu denen ja auch das Kloster in Erfurt gehörte. Der junge Novize Martin Luther wird davon gehört haben, von diesem politischen Hin und Her in Rom über die Frage, wie viel Autonomie diesen Reformklöstern innerhalb des Augustinerordens zugestanden werden würde. In diese Zeit fällt auch die erste Begegnung von Martin Luther mit Johann von Staupitz. Der 40-Jährige kam am Anfang April in Erfurt und traf dort am 3. April den jungen Martin. Er hatte ja wohl schon vermutlich von dessen Gang ins Kloster gehört. Jetzt traf er ihn persönlich und gab ihm die Erlaubnis, sich auf das Priesteramt vorzubereiten. Ganz besonders beeindruckt war Staupitz allerdings von der offensichtlich sehr guten, überdurchschnittlichen Bibelkenntnis des jungen Martin. Und das hat den Staupitz allein schon deswegen so angesprochen, weil er selbst ein ganz moderater Reformer war. Er war ja in Tübingen auch Professor gewesen, wo man ganz vorsichtig und behutsam so ein bisschen auch Neues gewagt hatte, ohne jemals wirklich die Konfrontation zu suchen. Vor allem hatte Staupitz eine immer klarer werdende Vorstellung von dem wahren Evangelium. Und er freute sich, hier einen Mönch zu haben, der nicht einfach nur Rituale und Pflichten erfüllte, sondern der wirklich Interesse hatte an dem lebendigen Wort Gottes. Und so hatte Luther jetzt die Aufgabe, sich auf dieses Priesteramt vorzubereiten. Das Amt des Priesters war eines der wichtigsten überhaupt in der Kirche, denn der Priester war berechtigt, das Abendmahl zu feiern, auszuteilen, die sogenannte heilige Eucharistie. Und dazu brauchte es eine besondere Vorbereitung. Luther musste ein Werk lesen von Gabriel Biel. Der war ja, und wir hatten das schon in einer anderen Folge kurz notiert, einige Jahre zuvor gestorben, ein alter Professor aus Tübingen, einer der letzten großen scholastischen Gelehrten seiner Zeit. Und in diesem Standardwerk über die Messe wurde alles erklärt von den theoretischen und theologischen, vermeintlich biblischen Grundlagen über den Ablauf der Messe bis hin zu verschiedenen seelsorgerlichen Überlegungen und Fragen, die alle auch praktischer Natur waren. Man konnte durch das Studieren dieses Werkes sich sehr gut einen Überblick verschaffen, was so der theologische Diskussionsstand ist bezüglich der Messe. Und Luther hat dieses Buch sehr intensiv gelesen. Es hat ihn schwer beeindruckt. Im allgemeinen Verständnis galt damals so ein Werk wie die Messauslegung von Biel als von höherer Autorität als die Bibel selbst. Und Luther hat später rückblickend von dieser Zeit gesprochen, wenn er diese Auslegung von Biel studierte. Hier sagt er, wenn ich darinnen las, da blutete mein Herz. Es muss ihn schon mitgenommen haben, wie die Kirche die Eucharistie definierte und diese Idee des Opfers.
mit einer sehr mystischen Art und Weise natürlich in den Mittelpunkt stellte. Eine Vorstellungswelt, in der vor allem auch die Leistung des Gläubigen ganz entscheidend war, wie wir später noch sehen werden. Trotzdem hat Luther auch in dieser Zeit immer wieder die Bibel gelesen und zu dieser Zeit ist ihm noch nicht wirklich aufgegangen, wie weit entfernt manche dieser kirchlichen Vorstellungen und Lehren von dem simplen biblischen Befund waren. Zunächst einmal hat er sich in alles hineingestürzt, was irgendwie kirchlichen, religiösen, heiligen Charakters hatte und hat das mit äußerstem Interesse alles aufgesogen wie ein Schwamm. Am 18. April begann ein weiteres Großereignis der Reformationsgeschichte. Papst Julius II. Hatte schon 3 Jahre zuvor bei Amtsbeginn seines Pontifikats festgestellt, dass die bisherige große Peterskirche nicht würdig genug sei, ein Grabmal für ihn bereitzuhalten. Er hatte also keine geringe Meinung von sich selbst und er hatte ein monumentales Grabmal im Sinn und so plante er, die bis dahin bereits bestehende Peterskirche auf dem Gebiet des Vatikan wesentlich zu erweitern. Man stellte aber schnell fest, dass, wenn dieser Plan ausgeführt werden würde, die gesamte Peterskirche einsturzgefährdet war. Und so entschied man sich stattdessen einfach, alles von Grund auf neu zu bauen, einen neuen Petersdom. Man hatte schon seit 1503 begonnen, den alten Kirchenbau abzutragen und fast alles wurde weggenommen, nur wenige Details, wie zum Beispiel auch das Petrusgrab, das vermeintliche, blieb stehen. Und am 18. April 1506, während Luther gerade begann, sich in die Welt des Priestertums einzulesen, begann die Grundsteinlegung in Rom für den neuen Petersdom. Julius II. War höchstpersönlich daran beteiligt und die Frage der Finanzierung dieses gewaltigen Vorhabens würde noch große Konsequenzen haben im Laufe der nächsten Jahre. Einen Tag später kam es zu einem dramatischen Ereignis in Lissabon. Dort wurden 2000 zwangsgetaufte Juden von aufgebrachten Einwohnern massakriert. Man hatte sie gewaltsam zum Christentum bekehrt und nun warf man ihnen vor, dass sie vielleicht sogar noch dem Judentum anhängen würden und so wurden sie einfach niedergemacht. 3 Tage ging dieses Pogrom und erst dann konnten Regierungstruppen die Sache in die Hände bekommen und dem ganzen Einhalt gebieten. Als Folge dieser schrecklichen Bluttat wurden dann den neu zwangsgetauften Juden etliche Zugeständnisse gemacht. Am 26. April wurde dann die päpstlich bereits erlaubt und bestätigte Universität in Frankfurt Oder feierlich eröffnet. Sie wurde genannt Viadrina, die an der Oder entlang oder an der Oder liegende. Dahinter stand Kurfürst Joachim I., der damals noch frische 22 Jahre alt war. Hier das Bild natürlich dann späteren Zeitpunkts. Joachim wollte sozusagen im Wettbewerb der akademischen Entwicklung nicht zurückstehen hinter den anderen Territorien wie Sachsen, wo ja jetzt mit Leipzig im Herzogtum Sachsen und Wittenberg im Kurfürstentum Sachsen 2 Universitäten da waren. Und so hatte er für Brandenburg diese eigene Universität geplant und die war ein voller Erfolg. Frankfurt-Oder war eine kleine Stadt mit etwa 5000 Einwohnern. Schon im ersten Jahr immatrikulierten sich sage und schreibe etwa 900 Studenten, mehr als an jeder anderen Universität in deutschen Landen. Das Gebäude stand auf einem Flecken Erde, wo zuvor eine Synagoge gestanden hatte, die verbrannt worden war in einem Pogrom. Auch das eine traurige Geschichte. Erster Rektor wurde Konrad Wimpina und unter ihm zog es eine ganze Reihe von berühmten und bekannten Lehrern nach Frankfurt.
Darunter zum Beispiel auch Johannes Esti Campianus, von dem wir schon an anderer Stelle berichtet haben, der gekrönte Dichter, der vom Papst höchstpersönlich die Dichterkrone empfangen hatte. Und ihm folgten einige seiner Schüler, unter anderem auch der junge Ulrich von Hutten, der jetzt ebenfalls nach Frankfurt an der Oder kam. Er war ja unter anderem schon auch an anderen Universitäten gewesen, wie wir in früheren Folgen berichtet haben. Am 20. Mai starb dann Cristoforo Colombo, Christoph Kolumbus, der berühmte Entdecker oder Wiederentdecker der neuen Welt. Die Todesursache ist eigentlich ungeklärt. Man weiß nicht genau, woran er gestorben ist. In den letzten Lebensjahren hatte er vergeblich darum gekämpft, seine vormals von den spanischen Königen verbrieften Privilegien anerkannt zu bekommen. Seine Bedeutung ist natürlich sehr differenziert zu betrachten. Als erster Wiederentdecker der neuen Welt hat er schon zu Lebzeiten Weltruhm gehabt. Tatsache ist aber auch, dass seine Entdeckung zu einer humanitären Katastrophe geführt hat. Innerhalb von 12 Jahren ist die Bevölkerung auf Hispaniola, dieser ersten großen Karibikinsel, die von Spanien kolonisiert worden ist, ist diese Bevölkerung dort von mindestens 400.000 auf 100.000 zurückgegangen. Mord und Versklavung und all diese Dinge haben einen äußerst negativen Einfluss gehabt auf die Entwicklung der karibischen Inseln dort. Und dieser Trend hat sich dann noch dramatisch gesteigert. Am 26. Juni starb dann der oberste General aller Augustiner-Eremiten, Augustinus von Interamna. Der hatte ja so sehr gewütet gegen die reformierten Observanten. Und Papst Julius II. Hatte jetzt die Aufgabe, einen neuen obersten General für alle Augustiner-Eremiten zu benennen. Und er entschied sich für Egidius von Viterbo. Und das war eine gute Nachricht für die reformierten Augustiner, denn Egidius von Viterbo, war selbst einmal einer von ihnen gewesen, kam aus einem Reformkloster, und als diese Nachricht dann irgendwann auch in Erfurt eingetroffen ist, wird das sicherlich großer Grund zur Freude gewesen sein, dass jetzt jemand aus ihren Kreisen, von ihrer Denkart, die Geschicke des Gesamtordens leiten würde. In diesem Jahr, also quasi kurz nachdem Luther die Universität in Erfurt verlassen hatte, um ins Kloster zu gehen, begann der intellektuelle Kampf in Erfurt heftig zu toben, während vor die Humanisten sich sehr taktvoll verhalten hatten und behutsam ihre Lehren hier und dort angebracht haben, begann jetzt eine offene Auseinandersetzung zwischen dem althergebrachten scholastischen wissenschaftlichen Denken der alten Professoren und den neuen Humanisten, die nicht länger hinter dem Berg halten wollten und die ganz offen die verstaubten Traditionen der Universität angriffen. In diese Zeit fällt auch der Studienbeginn von Justus Jonas, der erst 13 Jahre alt war und im Sommer dort in Erfurt mit dem Studium der freien Künste begann. Er machte dort die Bekanntschaft mit einem anderen späteren Reformator, mit Thielemann Plattner. Und besonders beeindruckt war er von diesen Humanisten, die jetzt ganz offen zutage traten. Zum Beispiel Eobanus Hessus, der den jungen Justus mit den fortschrittlichen Ideen eines Erasmus von Rotterdam und anderen bekannt machte. Derweil wurde am 15. September Ulrich von Hutten, der verschiedene Universitäten bereist hatte, jetzt in Frankfurt oder zum Baccalaureus und hatte damit seinen ersten echten akademischen Grad mit 18 erworben. Ein weiteres Ereignis im Jahre 1506 war eine Weichenstellung auch in der Reformationsgeschichte. Im Schweizer Ort Glarus war das Amt des leitenden Pfarrer des Kirchherrn vakant. Der Konstanzer Bischof, der verantwortlich war für diese Gegend, hatte einen jungen
Züricher vorgesehen, nämlich Heinrich Göldi. Der hatte bereits auch relativ viel Geld bezahlt, um an diese Stelle zu kommen. Und auch der Papst hatte ein entsprechendes Schreiben verfasst, um ihn zu nominieren. Es stellte sich aber heraus, dass Göldi gar nicht nach Glarus ziehen wollte. Er wollte nur den finanziellen Nutzen aus dieser Stelle. Er wollte die Pfründe haben, aber sich nicht dort vor Ort einbringen. Und die Bewohner von Glarus, das nicht allzu weit weg von Wildhaus im Toggenburg lag, waren damit ganz und gar nicht einverstanden und entschieden sich, diesen Göldi nicht als ihren Kirchherrn haben zu wollen. Stattdessen erinnerte man sich an den jungen Ulrich Zwingli, der wie gesagt nicht allzu weit entfernt im Toggenburg ja geboren war, aufgewachsen war und dann eine ganze Zeit lang auch in Wesen, was relativ nah an Glarus liegt, gelebt hatte. Und so bestellte man den 22-jährigen Ulrich Zwingli zum neuen Pfarrer. Das heißt, der musste nach ungefähr 6 Monaten Theologiestudium dasselbige einfach abbrechen, weil er jetzt direkt in die Praxis gerufen wurde. Etwas, was damals nicht unüblich war. Und er musste dafür natürlich noch zum Priester geweiht werden, was in Konstanz geschah durch den Konstanzer Bischof, und dann kam er in das schöne Glarus, wo er nicht nur Glarus selbst, sondern auch einige andere Dörfer, nämlich Riedern, Netztal, Ennender und Mitlödi, zu seiner Pfarrerei zu zählen hatte. Er hatte auch 3 oder 4 Kapläne, die ihm halfen bei der geistlichen Versorgung, und so war jetzt der junge Zwingli mit seinen 22 Jahren mitten in das kirchliche Leben hineingeworfen und begann jetzt ganz praktisch mit den Menschen zu arbeiten. Am 25. September ereignete sich ein Todesfall, der ebenfalls für die Reformationsgeschichte von Bedeutung sein wird. Philipp der Schöne, Erzherzog von Burgund und Sohn von Maximilian, starb 28-jährig. Seine Frau Johanna von Kastilien, die eigentlich jetzt sozusagen die Thronnachfolgerin hätte werden können, wurde von der Macht ferngehalten. Man diagnostizierte Wahnsinn bei ihr. Und bis heute ist die Frage ungeklärt, ob das nur ein Vorurteil war, um zu Recht zu fertigen, dass man sie nicht auf den Thron ließ, oder ob sie tatsächlich, wie einige Zeitgenossen sagen, äußerst merkwürdig redete und handelte. Aber dieser Umstand, dass Philipp der Schöne starb und Johanna quasi für regierungsunfähig erklärt wurde, ebnete dann später den Weg für einen ihrer Söhne, Karl. Aber davon wird später zu reden sein. Am 29. September kam der junge Zwingli dann noch einmal in seine Heimat und hielt dort seine allererste Messe in Wildhaus, seinem Geburtsort, bevor er dann nach Glarus ging, um dort endgültig mit dem Dienst zu beginnen. Eine äußerst spektakuläre Geschichte wird aus dem Oktober 1506 berichtet. Cesare Borgia, der berühmte Sohn des mittlerweile ja verstorbenen Papstes Alexander VI., war ja 2 Jahre lang schon in Gefangenschaft in Spanien gewesen, und es gelang ihm im Oktober eine überaus spektakuläre Flucht aus dem Gefängnisturm an einem dünnen Seil. Er reiste nach Pamplona, wo er sich mit dem König von Navarra verbündete, der sein Schwager war. Und diese überraschende Tat hat seinen ohnehin ja schon ziemlich berüchtigten Ruf noch glanzvoller gemacht. Dieses kalte Monster, das so viele Dinge beherrschte und für so viel Überraschung gut war. Für viele war er ein Vorbild, wenn es um Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit ging. Papst Julius II. Wird darüber nicht besonders erfreut gewesen sein, aber hatte vielleicht erstmal wenig Zeit, sich darum zu kümmern. Er selbst führte Krieg.
Die Stadt Bologna wollte nicht so wirklich, wie er das wollte, und so stellte er am 7. Oktober den Stadtherrn von Bologna einfach unter den Kirchenbann und warb dann einige französische Truppen an, die gemeinsam mit den Soldaten des Vatikans, des Papsttums, gemeinsam Bologna belagerten und dann für den Papst eroberten, der tatsächlich am 10. November wie ein Kriegsherr, wie ein General im Triumph in Bologna einzog. Am 8. Dezember wurde Veit Dietrich in der Reichsstadt Nürnberg geboren. Und auch er wird noch eine Rolle spielen in der Reformationsgeschichte. Interessanterweise ging am 9. Dezember der ehemalige Philosophielehrer von Martin Luther, Jodokus Truttvetter, von Erfurt, wo er als Professor unterrichtet hatte, nach Wittenberg, um dort Archdiakon an der Wittenberger Schlosskirche zu werden. Eine erste interessante Verbindung mit diesem später für die Reformationsgeschichte so wichtigen Gebäude. Gegen Ende 1506 ist dann wohl das Probejahr von Martin Luther abgelaufen. Ein Jahr und ein Tag hatte er sich bewährt. Und in dieser Zeit, wie das letzte Mal schon angesprochen, hatte er immer noch die Möglichkeit, seine Sachen zu nehmen und zu packen und wieder zu gehen. Aber daran dachte er gar nicht. Er wollte ja unbedingt heilig werden. Und er glaubte das am ehesten und am sichersten als Mönch tun zu können. So wurde er gegen Ende 1506 jetzt ganz offiziell als reguläres Mitglied der Augustiner-Eremiten in den Mönchsstand aufgenommen. Er hatte seine sogenannte Profess, wo er sozusagen sein Gelübde ablegen sollte. Dazu wurde er wieder, wie schon bei dem Aufnahmeritual für die Novizen, vor den versammelten Konvent gebracht. Alle Mönche waren gegenwärtig. Er musste sich vor dem Prior niederknien. Und der fragte ihn, ob er nach dem Ablauf des Probejahrs jetzt endgültig und unwiderruflich sich Gott und dem Orden weihen will, ob er für immer der Welt entsagen wollte. Und Luther hat in diesem Moment, jung wie er war, aufrichtig und vollkommen überzeugt geglaubt, er würde nie wieder dieses Kloster in Erfurt verlassen und dort herauskommen. Er hielt sich der Welt für abgestorben. Heiligkeit, das war sein einziges Ziel. Für den Professen, in dem Fall den Martin Luther, der das Gelübde ablegen sollte, wurde jetzt gebetet. Und dann sangen die Mönche wieder über ihren Augustinus und der Prior, der Vorsteher des Klosters, zog Luther die Novizenkleider aus und dann wurden ihm die gesegneten Ordenskleider angezogen. Das sollte symbolisieren, dass jetzt endgültig der alte Mensch abgelegt wird und der neue Mensch angezogen wird. Und dann legte der Martin Luther das Gelübde ab. Die Mönche sangen alle gemeinsam: O komm, du Heiliger Geist. Der Novize saß auf den Treppenstufen, oder der Prior, Verzeihung, saß auf den Treppenstufen und Martin Luther kniete vor ihm. Auf den Knien des Priors lag die geöffnete Ordensregel und auf die gelobte jetzt Luther: Gehorsam gegen Gott, gehorsam gegen Maria und gehorsam gegen den Prior. Ein Leben ohne Eigentum und ein Leben der Keuschheit, ein Leben entsprechend der Augustinus-Regel. Und als er das gelobt hatte, bekam er eine brennende Kerze. Wieder wurde für ihn gebetet. Man glaubte, dass durch dieses Gelübde quasi die Taufe sozusagen wiederholt werden würde, dass man jetzt nach diesem Gelübde vor Gott so stehen würde wie direkt nach der Taufe als Säuglingskind, dass man wieder in den ursprünglichen Zustand der Gnade zurückversetzt worden war. Man prozessierte jetzt zur Kirche und Luther kniete dort vor dem Altar nieder
und betete: Nimm mich auf, Herr, nach deiner Zusage. Und der ganze Chor der Mönche respondierte: Und du wirst meine Erwartungen nicht zuschanden machen. Wieder betete Luther: Nimm mich auf, Herr, nach deiner Zusage. Und wieder antwortete der gesamte Chor in der Kirche: Und du wirst meine Erwartungen nicht zuschanden machen. Ein drittes Mal musste Luther beten: Nimm mich auf, Herr, nach deiner Zusage. Und erneut erschall die Antwort des Mönchschores: Und du wirst meine Erwartungen nicht zuschanden machen. Dann betete der Prior, der Vorgesetzte. Er betete auch zu Maria und sogar zu Augustinus, von denen man ja meinte damals, dass die im Himmel wären. Und man bat darum, dass der junge Martin Luther am jüngsten Tag zur Rechten Gottes gestellt werden würde, weil, und das sagt sehr viel über das Verständnis der Menschen damals aus, weil er das Gelübde befolgt hat. Da gab es weitere Bitten, die alle auch theologischer Natur waren, geistlicher Natur für das Leben des Martin Luther. Und als das beendet war, gaben ihm alle den Friedenskuss. Er war jetzt regulärer Mönch. Trotzdem war er als junger, neu dazugekommener Mönch noch nicht gleichberechtigt mit den anderen Mönchen. Für die nächsten 3 Jahre war er von bestimmten leitenden Ämtern ausgeschlossen und durfte sogar 5 Jahre lang noch nicht mitwählen. Trotzdem gratulierten ihm jetzt alle und er fühlte sich quasi wie ein frisch getauftes Kleinkind. Eine unglaubliche Emotion muss ihm da gewesen sein. Er war jetzt quasi, so stellte man sich vor, wieder sündlos. Und jetzt braucht er nichts weiter tun, als einfach in dieser Heiligkeit weiterzuleben. Und dann würde das alles im ewigen Leben enden. Man hat dann schon auch schnell gemerkt, dass es mit der Sündlosigkeit nicht so weit her war. Schnell kam doch wieder ein schlechter Gedanke und so lehrte man, dass man, wenn man immer wieder im Herzen sich neu vornimmt, dieses Gelübde abzulegen, dass man dazu sozusagen immer wieder durch diesen Wunsch immer wieder neu in diesen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden würde. Und der junge Martin Luther hat, oder der spätere Martin Luther hat über diese Zeit dann Folgendes gesagt: Wir jungen Mönche saßen, sperrten Maul und Nasen auf, schmatzten auch vor Andacht gegen solche köstliche Rede von unserer heiligen Mönchelei. Aber immer wieder wurde den Mönchen auch gesagt, dass man sich nicht allzu sicher sein konnte. Sagte nicht Prediger, denn ich habe das alles zu Herzen genommen, um dies alles zu erforschen. Gerechte und Weise und ihre Werke sind in Gottes Hand. Der Mensch erkennt nicht alles, was er vor sich hat, weder Liebe noch Hass. Und dieser Vers wurde oft zitiert unter den Mönchen und man wollte damit beweisen, dass der Mensch am Ende sich nie ganz sicher hat, ob er bei Gott geliebt oder doch gehasst wird. Dieser letzte Funke Unsicherheit, den hielt man aus pädagogischen Gründen vielleicht für notwendig, um die Mönche vor Selbstsicherheit zu bewahren, aber in Wirklichkeit war wie ein Stachel im Fleisch, der ständige Unsicherheit auslöste und bei Martin zu einer gewaltigen Krise führte. Aber dazu dann beim nächsten Mal. Ende 1506 reiste Staupitz dann selbst nach Rom, um für die Sache der reformierten Augustiner zu werben. Außerdem gab es ja immer noch keine offizielle päpstliche Bestätigung für die Universität in Wittenberg, sondern nur eine vorübergehende durch den päpstlichen Legaten und auch die sollte er jetzt in Rom erwirken. Am 23. Dezember wurde Christoph Scheuer, 24-jährig, in Bologna nach etlichen Jahren des Studiums zum Doktor des kirchlichen und weltlichen Rechts promoviert. Jung an Jahren hat er eine brillante Karriere vor sich und wird uns später wieder begegnen. Ebenfalls in diesem Jahr wurde der gleichaltrige Öko Lampad, Johannes Heusgen ja eigentlich mit bürgerlichem Namen, aufgrund seiner hervorragenden intellektuellen Fähigkeiten und guten Resultate im Studium Prinzenerzieher des Nachwuchses von Kurfürst Philipp in Mainz. Ebenfalls in diesem Jahr wurde Wenceslaus Link, der Freund von Luther,
aus Magdeburger Zeiten, Magister der freien Künste in Wittenberg, und auch er begann jetzt mit dem Theologiestudium dort in der Universität in Wittenberg. Joachim von Watt, der Freund Zwinglis, den er in Wien kennengelernt hatte, und Vadian, so hieß er, Joachim von Watt mit lateinischem Namen, den er sich selbst gegeben hatte. Joachim von Watt floh aus Wien, er war dort geblieben, während Zwingli ja nach Basel gegangen war, weil in Wien ebenfalls eine Pestepidemie ausbrach. Und so ging er nach Villach in Kärnten, wo er Musikunterricht nahm und selbst unterrichtete. Weitere kurze Details aus jenem Jahr. Paul Lindenau wurde mit 17 Baccalaureus in Leipzig, so auch Nikolaus Decius mit 21. Aber der entschied sich direkt danach, Mönch zu werden, ganz ähnlich wie Martin Luther auch. Aber er wurde Benediktinermönch, der älteste Orden in Westeuropa, der zurückgeht auf den heiligen Benedikt, den sogenannten. Der 17-jährige Thomas Münzer begann ebenfalls in diesem Jahr sein Studium in Leipzig, und der 12-jährige Johannes Agricola wechselte ebenfalls nach Leipzig auf eine Lateinschule, kam aus Braunschweig. Ein dramatisches Ereignis in Reutlingen, dort gab es einen gewaltigen Stadtbrand, und der 10-jährige Matthäus Albe, auch später ein Reformator, verlor dabei seinen Vater, und er stürzte die gesamte Familie in eine schwere finanzielle Not und war natürlich ein traumatisches Erlebnis für den jungen Matthäus. Erasmus von Rotterdam begann im Jahre 1506 eine ausgedehnte Italienreise, die seinen Horizont noch einmal erweiterte und seinen Ruhm sehr vermehrte. Und dann trat im Jahre 1506 erstmals, zumindest haben wir erstmals eine Quelle aus diesem Jahr von ihm, eine Person auf, die später in die deutsche Sagenwelt und dann in ein berühmtes Werk von Johann Wolfgang Goethe übergegangen ist, der sogenannte Dr. Faust. Johannes Trithemius berichtet ein Jahr später von folgender Geschichte. Wir erinnern uns auch, dass er uns durch einen Bürger die schriftliche Aufzeichnung seiner Torheit, welche er die gab, überschickte. In jener Stadt erzählten mir Geistliche, er habe in Gegenwart vieler gesagt, dass er ein so großes Wissen und Gedächtnis aller Weisheit erreicht habe, dass wenn alle Werke von Platon und Aristoteles samt all ihrer Philosophie durchaus aus der Menschen Gedächtnis verloren gegangen wären, er sie wie ein zweiter Hebräer Esra durch sein Genie sämtlich und noch treffender wiederherstellen wolle. Als ich mich später in Speyer befand, kam er nach Würzburg und soll sich in Gegenwart vieler Leute mit gleicher Eitelkeit gerühmt haben, dass die Wunder unseres Erlösers Christi nicht anstaunenswert seien. Er könne alles tun, was Christus getan habe, so oft und wann er wolle. In den Fasten dieses Jahres kam er nach Kreuznach, wo er sich in gleicher großsprecherischer Weise ganz gewaltiger Dinge rühmte und sagte, dass er in der Alchemie von allen, die je gewesen, der Vollkommenste sei und wisse und könne, was nur die Leute wünschten. Während dieser Zeit war die Schulmeisterstelle in gedachter Stadt unbesetzt, welche ihm auf Verwendung von Franz von Sickingen, dem Amtmann deines Fürsten, einem nach mystischen Dingen überaus begierigen Manne, übertragen wurde. Aber bald darauf begann er mit Knaben die schändlichste Unzucht zu treiben und entfloh, als die Sache ans Licht kam, der ihm drohenden Strafe. Der historische Faust war also ein Verbrecher, ein Hochstapler, ein Alchemist, ein Wahrsager, jemand, der die Dummheit des allgemeinen Volkes mit seinen großsprecherischen, blasphemischen Ausführungen ausnutzte, um dann ganz gemeine Verbrechen an Kindern zu begehen. Und dieser Name Dr. Faust wird dann immer wieder, auch in jener Zeit, in deutschen Landen auftauchen. Das Rosenkranzfest war ein Gemälde von Albrecht Dürer, mit dem er im Jahre 1506 schlagartig berühmt wurde und ja, das ihn seinen Zeitgenossen sehr beliebt gemacht hat. Zum Schluss muss noch berichtet werden von der Tatsache, dass Luther jetzt Ende 1506 auch die erste Weihe enthielt. Auf dem Weg zum Priester, zur Priesterweihe, gab es mehrere Zwischenschritte, und so wurde er
in jenem Jahr zum Subdiakon geweiht. Eine Aufgabe, die eine dienende Aufgabe war, um während der Messe bestimmte Aufgaben mit zu übernehmen, unter anderem auch, um die Epistel zu lesen. So bereitete sich Luther also wirklich ganz intensiv, sowohl theologisch, theoretisch als auch praktisch durch diese Weihe, die er bekam, auf das Amt des Priesters vor. Und er erwartete im nächsten Jahr dann tatsächlich zum Priester geweiht zu werden. Er hatte bei Beal gelesen, was für eine vermeintlich gewaltige Aufgabe der Priester habe in der Eucharistie. Aber darüber werden wir das nächste Mal mehr zu sagen haben. Wenn es dann heißt 1507, Schrei der Seele. Wir werden hineinblicken in das, was passiert ist im Kloster und im innersten Denken und Fühlen von Martin Luther und natürlich weiterverfolgen, was auch die weiteren Reformatoren erlebt haben. Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Zuschauer, Gottes reichen Segen und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es hier heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.